Wir sprechen über Michael H. Und Achtung, zuerst kommt ein kleiner Disclaimer. Auch wenn das Opfer sehr offen mit Stalking umgeht und sein Schicksal bereits mehrfach in den Medien geteilt hat und Interviews gibt, habe ich mich trotzdem dazu entschlossen, nicht seinen vollständigen Namen sowie den genauen Ort zu nennen. Weiterhin habe ich mich aber dazu entschlossen, ihn unzensiert zu zeigen, da er sich selbst ja auch in den Medien zeigt. Und kleine Content-Warnung, es geht um Stalking, Belästigung und psychischen Missbrauch. Es ist kurz vor 5 Uhr am Morgen, als Michael H.'s Handy zum ersten Mal klingelt. Es wird an diesem Tag nicht das letzte Mal sein. Bis zum Abend wird er mit Anrufen und SMS bombardiert. So wie jeden Tag. Aber dabei wird es nicht bleiben. Ihm wird aufgelauert, er wird verfolgt und lebt ständig in Angst, was auch an diesem Tag noch passieren wird. Es ist eine Angst, die ihm scheinbar niemand nehmen kann und mit der er seit 20 Jahren allein gelassen wird. Alles beginnt im März 2001. Der Priester Michael H. aus einer kleinen sauerländischen Gemeinde wird zu einer Krankensalbung gerufen. Nichts Ungewöhnliches für ihn, aber trotzdem ist es der Tag, der sein gesamtes bisheriges Leben ändern wird. Vor ihm steht die 58-jährige Christel G., deren Vater im Sterben liegt. Aber es ist nicht nur Trauer, der sie an diesem Tag beschäftigt. Die Tochter ist außer sich und immer wieder schreit sie ihren Vater an, sag es, sag es. Und nach der Krankensalbung sprechen Christel und der Pfarrer noch kurz und er fragt sie, warum sie ihren sterbenden Vater angeschrien hat. Und die 58-Jährige vertraut dem Geistlichen an, dass sie zwischen ihrem 12. und 18. Lebensjahr vergewaltigt wurde von ihrem eigenen Vater und sie wollte, dass er sich entschuldigt und nicht ohne Reue sterben wird. Michael H. hört ihr zu, aber er rät ihr, dass sie sich darüber lieber psychologische Hilfe holen soll, denn er kann ihr nicht helfen. Und Christel G.'s Leben ist bis zu diesem Moment unauffällig. Die 58-Jährige stammt ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und lebt seit 30 Jahren in der sauerländischen Gemeinde, in der Michael H. Pfarrer ist. Ihr Vater war Bergmann, ihre Mutter Hausfrau, beide hat sie bis zum Tod gepflegt. Bis zur Rente hat sie in der Verwaltung eines Alten- und Pflegeheims gearbeitet und sie hat einen erwachsenen Sohn, mit dem sie heute kaum noch Kontakt hat. Aber die Krankensalbung ist auch der Tag, an dem sich ihr gesamtes Leben ändern wird. Sie selbst sagt dazu Folgendes. Am Totenbett meines Vaters. Von da an war alles anders. Ich geriet aus dem Gleichgewicht. Er hatte mich festgehalten. Es hat sich angefühlt, als würde ich in eine andere Haut schlüpfen. Ich komme nicht mehr davon los. Im Juni 2001 erhält Michael H. die ersten Briefe von Christel. Es ist zunächst nichts Seltenes. Als Pfarrer der Gemeinde muss er für alle ein offenes Ohr haben. Jeder kennt ihn, jeder kennt seine Telefonnummer und seine Adresse, denn Michael muss im Zuge seines Amtes jederzeit für die Sorgen des Menschen erreichbar sein. Ein Punkt, der ihm dann schnell zum Verhängnis wird. Auf die meisten der Briefe antwortet er nicht. Der damals 47-Jährige findet es merkwürdig, dass die 11 Jahre ältere Frau ihn mit »Liebster Michael« anspricht. Aber bei den Briefen bleibt es nicht mehr. Jeden Morgen geht der Pfarrer walken, aber bald ist er ja nicht mehr allein dabei. Über Wochen und Monate passt ihn Christel G. auf seiner Strecke ab, die ihm danach läuft. Er kann sie nicht abschütteln und sein Berufsstand gibt ihm vor, freundlich zu allen zu sein. Nach einigen Wochen verliert er die Beherrschung und macht ihr deutlich, dass sie ihn in Ruhe lassen soll. Dass der Pfarrer von einem Gemeindemitglied umgarnt wird, spricht sich dann noch schnell im kleinen Dorf rum. Scheinen es die wenigsten als Belästigung wahrzunehmen. Es gibt Gerüchte darüber, dass der katholische Pfarrer und Christel G. eine heimliche Affäre hätten, was er vehement bestreitet. Und wie sehr das Stalking sein Leben einschränkt, scheint dabei weniger interessant zu sein. Er leidet psychisch unter den Belästigungen, sein Blutdruck ist gefährlich hoch und er leidet unter Bauchschmerzen. Briefe erhält er nahezu mittlerweile täglich, unter anderem schreibt ihm Christel Folgendes. Liebstes Du, mein Wunschzettel an dich, ein Spaziergang mit dir. Ich wünsche es mir so sehr an meinem Geburtstag, doch nicht immer können Wünsche in Erfüllung gehen. Manchmal muss man auch an Wunder glauben. Michael, in Liebe, Christel. Aber auch bei den Briefen, die er ignorieren kann, bleibt es dann nicht mehr. Sie schickt ihm Rosen, Schokolade und Kuschelrock-CDs. Vor seiner
Tür liegt Konfetti in Herzform. Von 5 Uhr in der Früh bis um Mitternacht klingelt sein Telefon. Und wenn sie nicht am Telefon ist, schreibt sie ihm SMS. Wenn er seine Handynummer wechselt, ruft sie ihn auf dem Festnetz an. Und diese Nummer darf er nicht wechseln, schließlich muss er für die Gemeinde erreichbar sein. Sein Auto findet er regelmäßig mit Blumen dekoriert vor. Sie wirft ihm während seiner Messen Luftküsse zu und tanzt auf der Straße, wenn sie ihn abpasst. Wenn der Pfarrer H. allein unterwegs ist, steht seine Stalkerin oft dunkel gekleidet hinter Bäumen oder Gebüschen und springt ihn an. Jegliche Form des Bittens, das Ganze zu unterlassen, ignoriert Christel. Selbst als der Pfarrer ihr schreibt, bitte lassen Sie mich in Ruhe, Ihr Wahnsinn zerstört mein Leben und macht mich krank, bitte, ist es vergebens. Während der Zeit des Stalkens versucht Michael H. zahlreiche Unterstützung oder Hilfe zu bekommen. Das Erzbistum Paderborn kann ihm nicht helfen und der sozialpsychiatrische Dienst gibt ihm die Auskunft, dass seine Stalkerin bereits Beratung in Anspruch genommen hat und man somit gegen sie tätig geworden sei. Dem Pfarrer bleibt daher nur noch eine Möglichkeit. Er zeigt das Gemeindemitglied an. Christel G. wird daraufhin zu einer 8-monatigen Haftstrafe verurteilt, die auf 3 Jahre Bewährung ausgesetzt wird. Von ihrem eigentlichen Ehemann hat sich die Stalkerin mittlerweile scheiden lassen, aber er muss immer noch im selben Haus mit Christel leben und sagt, er fühle sich wie in einem bösen Traum. Sie hat sich mittlerweile komplett in die imaginäre Beziehung reingesteigert. Im Gutachten steht es später, dass Christel G. glaubt, dass der Pfarrer auch in sie verliebt sei, aber dass Zölibat ihn daran hindern würde, es sich einzugestehen. Nach der Verurteilung wirkt es zunächst so, als würde sich Christel G. wirklich Hilfe suchen. Sie geht in stationäre Behandlung in eine Psychiatrie, doch dort konfrontiert man sie mit den Fakten. Sie ist kein Opfer einer tragischen Liebesbeziehung, die nicht öffentlich ausgelebt werden darf. Sie ist eine wahnhafte Stalkerin. Eine Diagnose, die Christel nicht akzeptiert. Sie entlässt sich wieder aus der Psychiatrie und für Michael H. beginnt der Terror von Neuem. Anfang des Jahres 2006 spielen sich mittlerweile groteske Szenen vor dem Haus von Michael H. ab. Der Pfarrer filmt und fotografiert seine Stalkerin oft dabei. Zum einen, um Beweise zu haben, zum anderen, damit man ihm die skurrilen Belästigungen überhaupt glaubt. Christel G. tanzt nur in Lederstiefeln, Body und Tanga in seinem Vorgarten. Sie klettert auf ihr Autodach und ruft dem Pfarrer Obszönitäten zu, der dem Ganzen in seinem eigenen Zuhause nicht aus dem Weg gehen kann. Wenn Christel G. wieder gegangen ist, lässt sie Möhren oder Gurken mit Kondomen überzogen im Vorgarten liegen. Phallussymbole, an denen Zettel angebracht sind, auf denen Fick mich steht. Während Christel G. anfangs noch von verschmähter Liebe getrieben zu sein wirkte, scheint es nun die sexuelle Lust zu sein, die sie zu sämtlichen Obszönitäten treibt. Gleichzeitig werden ihre Briefe immer bedrohlicher. In einem ihrer selbstverfassten Gedichte heißt es: Ich fühle mich dir so nah, dass es schon fast gefährlich wäre, jetzt zu dir zu fahren. Die Darbietungen in seinem Vorgarten gehören von nun an neben dem Stalking zu Michael H.'s Alltag. Seine unzähligen Protokolle zeigen, welchen Stress er ausgesetzt ist. Zum Beispiel: 7. Januar 2006, 4.40 Uhr, SMS, 6.15 Uhr, Tanz vor dem Haus und Dekoration, 7.36 Uhr, Handy, 8.01 Uhr, SMS, 9.57 Uhr, Handy, 10.30 Uhr, SMS, 12.01 Uhr, Handy, 13.33 Uhr, SMS, 14.30 Uhr, Banane vor der Tür, 14.48 Uhr, SMS, 14.49 Uhr, Handy, 16.15 Uhr, Handy, 17 Uhr, beim Konzert der Kirche anwesend, 18 Uhr, bei der Heiligen Messe anwesend, danach Dekoration des Hauses, 20 Uhr, erneute Dekoration, Brief im Briefkasten, 21.45 Uhr, SMS. Der Pfarrer wendet sich an das örtliche Gesundheitsamt mit den Worten: Der Staat hat meines Erachtens auch eine Fürsorgepflicht vor den Opfern des Wahnsinns. Den tollen Tipp, ignorieren Sie das einfach, können nur Leute geben, die das nicht seit Jahren täglich aushalten müssen. Er reicht erneut Klage ein, ohne Erfolg, und er kontaktiert die Angehörigen von Christel G. Helfen Sie mir, eine Katastrophe zu vermeiden. Im November 2006 wirkt es erneut so, als hätte das Stalking ein Ende. Die mittlerweile 63-Jährige bekommt vom Ordnungsamt einen Antrag auf Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung.
Und während dieser Behandlung scheint es das erste Mal, dass Christel G. sich schuldig über ihre Taten äußert. Ihr tut es leid, dass der Pfarrer so unter ihr leidet, aber sie könne nicht aufhören, ihm nachzustellen. In der Psychiatrie attestiert die Gutachterin Erotomanie oder auch Liebeswahn. Die wahnhafte, ausgeprägte Liebe zu einer unerreichbaren Person, das oft in Stalking endet. Ein Ausbruch der Krankheit resultiert in den meisten Fällen aus einer persönlichen Krise. Im Falle von Christel G., der Tod ihres Vaters, der sie laut eigener Angaben in der Jugend vergewaltigt hat. Unklar ist in der Begutachtung von Christel G. allerdings, warum sie gerade auf den Pfarrer so fixiert ist. Sieht sie in ihm nun die Rolle des Vaters? Andere Theorien vermuten, dass sie Stabilisierung in einer Person gesehen hat, die gesellschaftlich dominant erscheint. Andere glauben, dass der Geistliche das Opfer ihrer Erotomanie ist, weil sie ihm als erster Person den Missbrauch anvertraut hat. Auch Michael H. sieht darin den Auslöser. Er sagt, sie ist auf mich fixiert, weil ich den Deckel gehoben habe, nicht weil ich Pfarrer bin. Das hätte auch einem Arzt passieren können. Am Ende der Einschätzung von Christel G. wird ihr eine erheblich verminderte Einsichtsfähigkeit attestiert. Die Patientin kann weder ihr Handeln kontrollieren, noch dessen Auswirkungen begreifen. Aus diesem Grund wird sie im Berufungsverfahren für schuldunfähig erklärt. Das hat vor allem auf das Leben von Michael H. massive Folgen. Für ihre Belästigung und das Stalking kann Christel von der Justiz nicht mehr verfolgt werden und die Einweisung in die Psychiatrie wird aufgehoben. Der Pfarrer sagt dazu, das Gericht hält sie für schuldunfähig. Sie kann machen, was sie will. Ich bin vogelfrei. Das ist doch eine Ermutigung für alle Stalker. Was ich besonders verheerend finde, das Gericht hat noch nicht einmal Auflagen ausgesprochen. Opfer haben keinen ausreichenden Schutz in diesem Land. Es muss erst etwas passieren, bis etwas passiert. Ende des Jahres 2007 kommt Christel G. erneut in die geschlossene Psychiatrie. Der Schutz ihres eigentlichen Stalking-Opfers scheint in dieser Zeit wenig von Relevanz zu sein. Sie hat ein Handy, mit dem sie den Pfarrer mit SMS bombardiert und sie schickt ihm Briefe. Nach 5 Jahren gelingt ihr dann das Unfassbare. Die mittlerweile 64-Jährige kann aus der Psychiatrie flüchten und ein Jahr untertauchen. Die Polizei fahndet nach der Frau, aber sie kann nicht aufgespürt werden. Aber weit kann sie nicht sein. Oft hat ihr Opfer morgens ungewollte Präsente vor der Tür oder einen dekorierten Garten. Michael H. ist es schließlich dann auch, der Christel G. nach einem Jahr Flucht fassen kann. Er kommt an Ostern 2013 von einem Spaziergang zurück, früher als erwartet. Er überwältigt seine Stalkerin, die daraufhin in Untersuchungshaft gebracht wird. Sie wird zu einem Jahr Haft verurteilt, aber das Berufungsverfahren hebt das Urteil erneut auf. Schließlich gilt Christel G. als schuldunfähig. Zahlreiche Sachverständige haben in den letzten Jahren Gutachten über Christel G.'s psychischen Zustand angefertigt. Zum Teil widersprechen sie sich, manche sehen sie als schuldunfähig, andere stellen fest, dass sie ihr Stalking sehr wohl steuern könnte. Und auch Michael H. zweifelt an ihrer Schuldunfähigkeit. Christel G. geht berechnend und diabolisch vor. Sie scheint ihr Vorgehen zu planen und taktisch durchzuziehen. Schließlich weiß sie genau, wann ihr Opfer wo ist und straft ihr mit süffisantem Lächeln, wenn sie Erfolg hat. Geht wirklich so eine Rentnerin vor, deren Liebeswahn unkontrollierbar sein soll? Der Pfarrer bezweifelt es. Er glaubt, dass sie nun die Bestrafung des Missbrauchs auf ihn reflektiert und ihn mit Stalking und Belästigung schikanieren will. Im Jahr 2014 wird erstmals eine Kernspintomographie mit Christel G. durchgeführt. Es wird eine Gefäßveränderung festgestellt, die zu einer Schädigung der Großhirnrinde geführt hat, was wiederum die Urteilsfähigkeit und das selbstkritische Handeln einschränkt. Laut der Untersuchung leidet Christel G. schon Jahre an dieser Gefäßveränderung. Ist das also möglicherweise der Auslöser für ihr Handeln? Ist sie gar nicht im Liebeswahn, wie ihr manche attestieren, sondern liegt der Ursprung in einer neuronalen Erkrankung? Und auch wenn Michael Zuspruch beim Kampf gegen seine Stalkerin erfährt, gerät er innerhalb seiner Gemeinde immer wieder in die Kritik. Viele tun sein Stalking ab, er soll sich nicht so anstellen. Andere wiederum verlangen Barmherzigkeit vom Pfarrer. Er soll doch mal mit seiner Stalkerin sprechen, schließlich müsse er ja auch ihre Sünden verzeihen. Michael H. lehnt das vehement ab, er will ihr keine Aufmerksamkeit schenken und sie nicht noch mehr in sein Leben holen. Immer wieder kriegt er auch den gut gemeinten Rat, einfach wegzuziehen.
Der Pfarrer antwortet darauf jedes Mal, soll das Opfer auch noch bestraft werden, indem es weglaufen muss. Außerdem hat er weder Frau noch Kinder, er hat nur seine Gemeinde. Ein Umzug ist für ihn viel mehr als nur ein Ortswechsel. Anderen wiederum stößt es dann auch sauer auf, wie wütend sich Michael H. in Interviews und Fernsehbeiträgen über seine Stalkerin äußert und sein Schicksal öffentlich macht. Darf ein Pfarrer sich so zeigen? So voller Hass gegen eine Rentnerin schimpfen? Und sogar der Anwalt von Christel G. schlägt in dieselbe Kerbe. Er sagt, ich bin auch katholisch. Wenn ich Pfarrer wäre, würde ich mich anders verhalten. Michael Haas machen solche Vorwürfe nur noch wütender, denn schließlich hat er auch ein Recht auf ein ruhiges und friedliches Leben. Aber bis heute fühlt sich der Geistliche bei diesem Wunsch alleingelassen. Er sagt, ich hatte bisher den Eindruck, dass mir der Staat und die Justiz nicht helfen können. Seit einigen Jahren hat das Stalking nachgelassen. Zumindest tanzt Christel G. nicht mehr jeden Tag vor der Tür des Pastors. Sie ist mittlerweile fast 80, geht zeitweise am Rollator. Der Zugang zur Kirche ist ihr inzwischen verwehrt. Trotzdem findet Michael H. immer noch Präsente vor seiner Kirche oder Luftballons an seinem Auto, auf denen »Fick mich, du Wichser« steht. Dass Christel G. langsam von ihrem Opfer ablässt, deutet die Strafverfolgung als Indiz, dass doch keine neuronale Erkrankung vorliegen würde, dass sie körperlich nicht mehr in der Lage ist, ihr Opfer wie vor 20 Jahren zu bedrängen, scheint dabei nur wenig Beachtung zu finden. Seit 2019 läuft erneut ein Berufungsverfahren gegen die Rentnerin, aber Michael H. sieht dem Ganzen nüchtern entgegen. Dass ihm noch Gerechtigkeit widerfährt, scheint ihm unwahrscheinlich. Ja, am 16. Februar diesen Jahres bewahrheitet sich dann auch seine Vermutung. Die 79-jährige Christel G. wird erneut freigesprochen. Seine Zweifel an der Gerechtigkeit werden Michael H. erneut negativ ausgelegt, denn der Pfarrer äußert sich mehrfach in Interviews, dass er zwar niemanden etwas Schlechtes wünsche, er aber auch nicht darum trauern würde, wenn Christel G. sterbe. Er ist sich mittlerweile sicher, dass das Stalking nur dann ein Ende finden wird. Er sagt, erst wenn einer von uns stirbt, wird es vorbei sein.